Wir machen eine Bellyboot-Tour auf Dorsch. Wir haben uns diesmal zum Ziel gesetzt, Rügen. Ich paddel jetzt nämlich raus. War ziemlich anstrengend, das ganze Mist hier zu schleppen. Und jetzt werden wir mal. Wir haben auf Google Maps gesehen, da gibt es irgendwie hoffentlich eine tiefe Kante im sehr ufernahen Bereich. Und da werden wir unser Glück versuchen. Ich melde mich jedenfalls, wenn ich da bin und was gefangen habe. Ich werde heute zwei Ruten fischen. Eine ganz normal mit Jig und eine habe ich mir gebastelt, ein kleines Dropshot-System. Und da denke ich mal, werde ich mal gucken, was drauf geht. Jedenfalls, ihr seid wieder dabei, wenn es passt. Okay. So Leute, ich bin jetzt an diesem Spot angekommen, dem besagten, und ja, hier ist es tief. Also man hat es richtig gemerkt. Ich habe da mit meiner Dropshot-Route das abgetastet beim Rausfahren. Und da hinten habe ich jetzt meinen Kumpel gesehen. War mit dem Bellyboot niemals alleine. Und zu dem werde ich jetzt mal hinfahren. Und fragen, was der schon hat. Der ist 20 Minuten vor mir rein. Und dann werden wir mal gucken, was er schon so Schönes gefangen hat. Vielleicht hat er schon Dorsch. Jedenfalls, ich bin hier nebenbei schon ein bisschen am Jicken. Vielleicht kriege ich auf dem Weg dahin auch ein. Mal sehen. Ich melde mich gleich nochmal. Haut drin. So Freunde, ich habe ihn eingefangen. Kasi. Weil man soll ja immer zu zweit auf dem Bellyboot angeln. Und was soll ich sagen? Er hat schon Dorsch. Kannst du dir mal hoch zeigen? Ja, na klar. Seht ihr das? Kann man das sehen? Ah. Da hat er schon ein. Und ich muss mal sagen, der ist jetzt. Ja. Nicht so schlecht, wird ein 60er sein. Das kann man schon mal anbieten auf dem Bellyboot. Jetzt bin noch ich dran. Der kann es auch wieder nach Hause gehen. Naja. Ja. Möhrchen. Ja, denke ich mal, ne? Also jetzt relativ zeitig. Ausprobieren, ja, klar. Jetzt fand ich, kann da am meisten Fische machen. Genau an der Kante von dem Loch. Ja, genau. Was wir bei Google Maps gesehen haben. Ja. Eine Woche mehr, wenn man rausfährt, da kommt ja auch noch eine so eine Fischhalle richtig nach. Eine Größe der Knopf.
Und er hat es wieder gemacht. Hat er schon wieder einen Dorsch gefangen. Oh, ich triff sie weg. Okay. Ich hab noch nicht. Was wird der haben? 50? Knappe 50. Das ist natürlich ärgerlich. Da steht jetzt quasi 2-0 da. Der erste zählt nicht, weil er da mit Zeitvorteil gefangen wurde, würde ich mal sagen. Naja, ich werde euch wieder einschalten, wenn ich auch mal was fange. Bis später. So, Freunde, das war mal eine Nullnummer für mich. Naja, was soll's. Wir fahren jetzt wieder rein. 300 Meter sind das bestimmt noch. Naja, Kasi hatte ja zwei schöne Dorsche und zwei Flundern hatte er. Die haben wir nicht gefilmt. Jedenfalls fahren wir jetzt wieder rein. Ich angel noch ein bisschen. Denk mal nicht, dass da noch was kommt. Beim Rausfahren kam ja auch nichts. Und dann mal sehen. Beim nächsten Mal gibt's mehr Fisch, hoffe ich. Na dann, haut drin. Thank you.